Ich würde mal vorsichtig sagen, es ergeben sich die Situationen, wie wenn Menschen fremdgehen würden. Es passiert einfach. Ich gehe nicht auf die Suche, es passiert. Hi, ich bin Hanna. Hi, ich bin Chris. Und wir sind seit kurzem verheiratet, aber unsere Beziehung ist nicht ganz so, wie vielleicht eine andere Beziehung ist. Wir haben nämlich eine offene Ehe, das heißt, dass wir auch mit anderen Leuten was haben. Und darüber reden wir heute bei Auf Klo. Das ist Hanna und das ist Chris, ihr Mann. Aber so eine richtig klassische Ehe ist es bei euch beiden nicht, oder? Nein, wir führen eine offene Ehe. Hanna und Chris haben vor ein paar Wochen in Barcelona geheiratet. Unter dem Vorwand, einfach nur ihren Geburtstag feiern zu wollen, haben sie Friends und Family zusammengetrommelt. Und dann haben wir unsere Familie und Freunde überrascht. So schön und leicht war das alles aber nicht immer bei den beiden. Sie kennen sich seit 10 Jahren, waren die meiste Zeit davon on-off. Letztes Jahr wäre die Beziehung dann nochmal fast kaputt gegangen. Die beiden haben eine Pause gemacht, in der Hanna sogar mal den Bachelor Nico ausgecheckt hat. Die letzte Rose gab's aber schließlich doch für the one and only Chris. Aber Moment mal, eigentlich ist Chris in eurer offenen Ehe gar nicht the one and only, sondern nur einer von vielen, oder? Kann man Sex und Liebe wirklich trennen? Ja, okay, mach. Bereit? Ja. Okay. Wenn ihr doch schon eine offene Beziehung führt, warum wolltet ihr dann heiraten? Ist doch nur noch mehr Commitment. Es geht ja um Verbindlichkeiten auch, um Liebe, um auch Juristisches. Also ja, so in erster Linie jedenfalls. Die Leute scheinen immer zu denken, dass, also ich heirate und deswegen habe ich jetzt nur noch mit der Person Sex. Aber das ist ja nun wirklich nicht der ausschlaggebende Punkt bei Ehen, also beim Heiraten. Richtig, und das ist auch, finde ich, ein bisschen traurig. Habt ihr das mit der Öffnung nur gemacht, um eure Beziehung zu retten? Ja. Nein, natürlich nicht. Also was heißt denn eigentlich Beziehungen retten? Wovor retten? Also das klingt ja so, als wäre sie in Gefahr gewesen. Ja, da habe ich auch schon ganz, ganz viele Kommentare dazu gelesen, dass entweder wird angenommen, dass nur du ganz dringend die offene Beziehung haben wolltest und ich bin jetzt die das austragen muss und beziehungsweise erleiden muss. Oder andersrum, dass ich es unbedingt wollte und du, dass du der Arme bist. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich oft so ist bei manchen Leuten. Also um den Partner nicht zu verlieren, das dann mitzumachen und solche Geschichten. Also ich glaube, das ist schon so eine Sache. Also das ist halt dann fehlt halt der wichtigste Punkt, also die Kommunikation. Wenn du zum Beispiel unbedingt eine offene Beziehung haben wollen würdest und ich nicht, dann funktioniert das ja nicht. Dann schränken sich entweder beide ein und das, denke ich, kann zu Trennung führen. Und das wäre für mich auch ein legitimer Grund, wenn da eben das Fundament einer Beziehung nicht da ist. Also wie bei allem eben wirklich so eine Kommunikationsfrage. Also wollen beide Partner das wirklich? Und dann kann es auch funktionieren. Und sonst ist es natürlich wie bei allen anderen Sachen, wo man irgendwo Kompromisse macht, schwierig. Okay. Wieso reicht euch der Sex miteinander nicht? Was unterscheidet ihn vom Sex mit anderen? Also die Frage ist für dich halt noch einfacher zu beantworten als für mich, ne? Ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Also ich bin bisexuell. Und ich finde auch gerade, da wir uns sehr, sehr jung kennengelernt haben, ich möchte mich ausleben, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte... Ja, mich nicht selber einschränken. Und das hilft mir dabei. Und ich glaube, das ist für mich persönlich der beste Weg. Das ist ja so ein bisschen der größte Trugschluss, dass Leute glauben, dass wir völlig sexualfreudig durch irgendwelche Dating-Apps springen und auf irgendwelchen Swinger-Partys unterwegs sind. Und kann jeder machen, wie er möchte. Also wir machen das so nicht. Und ich bin ganz schön mit Plural zufrieden als Paar. Aber ich mache es nicht. Sondern wir haben uns da so ein bisschen die Regel gesetzt, dass wenn etwas passiert, also im Sinne von, wenn man jemanden kennenlernt, man ist auf einer Party, man ist vielleicht unterwegs mit Freunden und man lernt jemanden kennen und es ergibt sich die Möglichkeit und man hat Lust auf diese Interaktion mit diesem Menschen, dass man sich das selber nicht verwehren muss, weil man ja in dieser Beziehung lebt. Wo lernst du potenzielle Hookups kennen? Ich würde mal vorsichtig sagen, es ergeben sich die Situationen, wie wenn Menschen fremdgehen würden. Also genau so, also es passiert einfach. Ich gehe nicht auf die Suche, es passiert. Ja, aber vor allem auch nicht so, also jedenfalls nicht wirklich in alltäglichen Situationen. Also dann den Kopf habe ich ja gar nicht dabei. Also, ach, wie cool wäre das, so im Supermarkt? Ja, aber ich bin ja nicht im Supermarkt und überlege mir dann so, jetzt gehe ich da noch eben irgendwie kurz. Du bist so unangenehm lang über den App. Ja, das wäre ja Quatsch. Man hat ja irgendwie auch seinen Alltag und das ist ja nicht so, dass, wie gesagt, wir suchen ja nicht danach. Also ich jedenfalls suche nicht danach und dann hätte das gar keinen Platz. Auf den Gedanken würde ich auch gar nicht kommen. Was sind die goldenen Regeln für uns? Ich weiß gar nicht, ob ich die alle zusammenkriege. Also auf jeden Fall natürlich irgendwie, dass wir niemanden bei uns zu Hause treffen, also in unseren vier Wänden. Mhm. Dass wir nicht darüber reden, was passiert. Ja, es sei denn, das war wirklich irgendwie sehr lustig. Das liegt daran, dass ich ganz persönlich für mich entschieden habe, dass ich keine Bilder im Kopf haben möchte. Ich möchte mich nicht vergleichen und ich würde es tun.
wenn du mir erzählen würdest, was du jetzt bitte nicht bestätigst, dass du sagst, dein Typ ist das, was ich nicht bin. Also blond zum Beispiel. Keine Freunde und Bekannte natürlich, aber das sind irgendwie für uns, also ich weiß nicht, nur für mich vielleicht, aber auch für dich sicherlich, denke ich, also völlige Selbstverständlichkeit. Ja, total. Also das klärt sich ja von selber irgendwie, oder? Keinen Kontakt haben. Also es geht wirklich nur um den Sex per se. Der Kontakt wird abgebrochen und um die Fragezeichen jetzt schon vorwegzunehmen, das erzählen wir auch den potenziellen Dates. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass, da wird kein Geheimnis drum gemacht, sondern wenn wir Leute kennenlernen oder wenn ich Leute kennenlerne, ist das mit die erste Sache, die ich erwähne, wenn es in so eine Richtung geht. Eigentlich kann man alle Regeln darunter zusammenfassen. Wir machen alles nicht, wo wir irgendwie sagen, die Beziehung ist dadurch gefährdet. Mhm. Habt ihr euch beide sofort mit der offenen Beziehung wohlgefühlt? Ja, das hatte erstmal, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich gar keinen Einfluss, also gar keine Änderung in unserem Alltag oder in unserem Beziehungsleben gehabt, oder? Also bei mir jedenfalls nicht. Ja, es hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt, weil wir ja nichts kommuniziert haben. Ich habe mich sogar freier gefühlt, weil eben dieser Druck, der auch ganz gerne mal auf einen lastet, auf einer Person, dieses, okay, ich muss immer treu bleiben, bis an mein Lebensende oder so lange, wie die Partnerschaft eben dauert. Das fand ich dann immer total krass, weil ich mir denke, man weiß ja einfach nie, was passiert. Das stimmt, also das mit dem Einengen hatte ich tatsächlich dann auch nicht mehr. Eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, also dieses, der Gedanke, mein Leben lang etc. etc., das hast du natürlich auch immer, wenn du mal mit Freunden unterwegs bist oder so, kommt so ein Thema auf und da war ich dann ab dem Punkt einfach raus, also weil mich das nicht mehr betroffen hat. Was ist neu durch die Ehe? Hat sich was verändert? Achso, durch die Ehe. Durch die Ehe. Und das ist super interessant. Es hat sich einfach gar nichts verändert. Es ist alles gleich geblieben bei mir. Ich dachte auch, dass so die Ehe so ein bisschen Zauber, so ein bisschen Magie mitbringt. Aber eigentlich war das auch, ich finde, eigentlich wirklich ein bisschen unromantisch. Also ich weiß noch, wie wir da beim Standesamt waren. Ich war richtig aufgeregt, weil ich dachte, okay, jetzt passiert's. Und man träumt ja immer so ein bisschen davon, okay, man ist dann vielleicht mal verheiratet und wie könnte das dann so sein? Und dann sitzt man da in diesem Rathaus, in diesem relativ unromantischen Raum und eigentlich setzt man so eine Unterschrift und ist dann so, ja, dann gehen wir jetzt auch wieder nach Hause. Wollt ihr für immer eine offene Ehe? Ginge der Schritt zurück überhaupt? Das, was für uns am besten ist, wird auch so praktiziert. Also wenn einer von uns beiden sagen würde, okay, wir möchten das Beziehungskonstrukt ändern, also so zum Beispiel zurück in eine monogame, geschlossene Beziehung, dann wäre das einfach absolut fein. Ja. Jederzeit, je nach Lebensumständen, wird darüber gesprochen und dann wird das gemacht, was für uns am besten ist. Da jede Beziehung sowieso immer im Wandel ist, wäre das sowieso alternativlos. Genau. Abschließende Worte zu eurer Beziehung. Abschließend, so als wenn wir jetzt Schluss machen würden. Ja, war eine schöne Zeit. Also, wo ist so ein Ring so? Ich würde jetzt niemandem raten wollen, macht das. Das wäre ja auch irgendwie, also das macht ja keinen Sinn. Nein, also, ich würde Leuten dazu raten, zu kommunizieren. Also Bedürfnisse zu kommunizieren und sich eventuell auch mit anderen Beziehungskonstrukten auseinanderzusetzen. Kommunikation. Genau, also hinterfragen, was ist einem wichtig in Beziehungen und danach entscheiden, wie man die Beziehung selber gestaltet, wenn ich überhaupt dazu irgendwas sagen sollte, was andere Leute tun sollen. Ja, Mann! Das war cool. War's cool? Ich habe extra keine andere Fistbump danach gemacht oder so, geht ja nur wieder schief. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Offene Beziehung, ja oder no-go, wir sind interessiert. Und wenn ihr einfach noch Bock habt auf weitere spannende Beziehungsentwürfe und das Wissen dazu, dann könnt ihr einfach hier draufklicken bei Chujuku. Danke, dass ihr da sein durften. Das war ganz toll. Ciao. Nee, ich sitze die ganze Zeit zurück. Ich kann nicht mehr. Wir können aber nicht alles spiegeln. Wir spiegeln ja auch nicht alles. Du hast mir ja verboten, im Schneidersitz zu sitzen. Das war wieder peinlich, weil du nicht so mitgemacht hast. Weißt du, du musst halt so ein bisschen aufpassen.